Vor ein paar Jahren hat mich eine gute Freundin gefragt, warum ich nicht einmal ein Album nur mit Komponistinnen aufnehme. Und ich war sofort begeistert, Feuer und Flamme, und habe mich in die Recherche gestürzt. Gemeinsam mit dem Archiv Frau und Musik und Verlagen, die zum Beispiel nur die Werke von Komponistinnen publizieren. Und ich war begeistert, aber auch schockiert. Begeistert, weil es so eine unglaubliche Anzahl an genialen Frauen gab, an genialen Komponistinnen über alle Jahrhunderte hinweg und überall auf der ganzen Welt. Schockiert, weil ich von den meisten von ihnen noch nie gehört hatte, auch nicht während meines Musikstudiums. Es gibt fantastische Komponistinnen, bestimmt haben Sie schon von Clara Schumann oder Fanny Hensel gehört. Aber für diese CD habe ich Namen entdeckt, die ich vorher noch nie gehört hatte. Zum Beispiel Clara Schumanns Freundin Pauline Viardot-Garcia oder die Studentin von Nadia Boulanger, Grażyna Bartschewicz. Oder haben Sie zum Beispiel die afroamerikanischen Komponistinnen Dolores White oder Florence Price schon einmal gehört? Maria Antonia Walpurgis war eine Komponistin des 18. Jahrhunderts und sie war die Prinzessin von Bayern und die Kurfürstin von Sachsen. Sie war ein wahres Multitalent. Sie war nicht nur Komponistin, Librettistin und Opernsängerin, sondern sie arbeitete auch als Schriftstellerin und Malerin. Amy Beach war eine amerikanische Komponistin und Frauenrechtlerin. Ihre Gälische Symphonie war die erste Symphonie, die jemals in Amerika geschrieben und publiziert wurde, nämlich 1896. Amy Beach wurde zu einer Ehe gezwungen mit einem Mann, der ihr verboten hat, mehr als ein öffentliches Konzert im Jahr zu geben. Und außerdem musste sie ihre Werke unter seinem Namen veröffentlichen. Direkt nach dem Tod ihres Ehemanns ist sie zu einer dreijährigen Tour aufgebrochen durch Europa, hat dort Konzerte gegeben und wurde zu einer engagierten Frauenrechtlerin. Sie hat uns mehr als 300 Werke hinterlassen, natürlich unter ihrem eigenen Namen. Und ich hatte für FAM wirklich ein Dreamteam an meiner Seite. Einerseits das fantastische Orchester Festival Strings Luzern mit ihrem künstlerischen Leiter und Konzertmeister Daniel Dotz, mit denen habe ich schon oft zusammengearbeitet, und mit meinem langjährigen Duopartner Julian Riem, der spielt Klavier und hat alle Arrangements für die CD gemacht. Ich hoffe, dass ich Sie begeistern kann von der Musik von Komponistinnen und dass Sie Freude haben an der Entdeckung dieser unglaublichen Lebensgeschichten. Und ich hoffe, dass wir ab jetzt auch mehr Werke von Komponistinnen live im Konzert hören können. Viel Vergnügen!